So, hallo zu einem, ich denke, kleineren Hack oder Demo, weiß ich nicht genau. Hat mir der liebe Schieber1234 eingeschickt, nennt sich Titel hier einfügen, also de Titel hier einfügen. Ich habe keine Ahnung, was mir erwartet. Wir spielen einfach mal los. Und ich bin gespannt. Ja, genau so sehe ich das auch. Okay, ich weiß jetzt, wie gesagt, gerade nicht. Ich glaube, es ist eine Demo, eine Weltdemo oder sowas. So, gehen wir mal hier rein. Das, okay. Coole Münzen. Coole Münzen. So, was haben wir denn hier? Dann haben wir jetzt hier umgestellt, dann kann ich jetzt hier auf die andere Seite. Und du bist ein Notenblock. Ein ganz normaler Notenblock. Okay, das, ja. Gehen wir wieder raus. Ups. So, hier ist eine Tür gewesen. Hier geht's aber auch höher. Okay, was mal in die Tür hier rein. Und da kann man sich Sachen kaufen. So, so. Alles klar, alles klar. Das wollen wir jetzt gerade nicht. Halt, aber das Schild wollen wir vielleicht lesen. Genau, weil Luigi sehr gierig ist. Dabei kennen wir doch den einzig wahren Geldgeilen. Und ich sehe gerade, das hier sind so lustige runde Eckenteile hier. Das sieht auch sehr interessant aus. So. Hier will ich sicherlich irgendwie raus. Gibt es hier ein Springboard? Oder ist hier. Natürlich. Natürlich ist im Kühlschrank eine Tür. Wie sollte es auch anders sein? Allerdings gibt mir die Tür dann kein Springboard. Na gut, egal. Ja, dann gehen wir trotzdem mal in die Tür. Ja. So, so. Verstehe, verstehe. Ich hätte jetzt gerne, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Oder kann ich da hochklettern? Oder muss ich einfach mit Start Select raus? Ne, geht gar nicht. Also muss es ja schon eine Möglichkeit geben, hier rauszukommen. Ich hänge schon in Yoshis Haus. Das ist normal. Das ist ganz normal. Das, konnte man unten? Wahrscheinlich konnte man unten raus, ne? Side-enexelt. Side-exelt, genau. Ja, das meinte ich. Pistazien Ebenen 1. Los geht's. Dann geht's mal los. Hui, und hier sind Sternenmünzen. Das finde ich ja schön. Sieht cool aus. Ich habe keine Ahnung, wie viel Parts das haben wird. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht allzu viele sind. Ich weiß es aber nicht. So, gehen wir hier rein. Da komme ich schon unglaublich weit. Und das sind die ganzen Gegner wieder, natürlich. Dann gehen wir hier rein und wollen einen Peacefetch uns holen. Da komme ich auch noch nicht rein in diese Röhre. Da oben ist ein P-Switch. Das sehe ich doch von hier. Vielen Dank. Den nehmen wir gleich mal zurück. Erstmal hier drücken. Okay, da kommt kein. Ach so, ich komme hier gar nicht mehr hoch. Ah, ich komme hier doch wieder hoch. Sehr, sehr schön. Ich komme hier doch wieder hoch. Damit ist das Problem auch geklärt. So. Gehen wir mal hier durch. Und drücken mal den Switch und haben direkt den Secret Exit zu B. Der uns zur Röhre führt, die ein Stern ist. Jawohl. Wow, aber ich kann hier noch nirgends hinlaufen. Aber jetzt steht mal Stern. Okay. Das ist doch schon mal gut. Dann machen wir den nächsten Exit. Den normalen zur Abwechslung. Den Block zu duplizieren hat leider nicht geklappt. Ich versuch's beim nächsten Block nochmal. Konnte ich hier eigentlich rein? Nein. Konnte ich hier eigentlich rein? Nein. Okay. Man muss es ja alles mal probieren, ne? So. Zack. Und gleich haben wir unser erstes Leben. Hui. Ach nee, passiert gar nicht mit Leben. Ach so. Stimmt, ich muss ja dann für 1000 quasi kann ich mir Leben kaufen. Give. Das Biswitz. Biswitz! Wovon habe ich doch auch blind getroffen? Das gibt's doch nicht. Danke. Wer weiß, wann man ihn nochmal brauchen könnte. So,
Ich weiß es nicht. Wo komme ich denn jetzt eigentlich raus? Hier geht es einfach so nach links, oder? Oder ist hier was? Moment. Huch! Würdest du bitte hier bleiben? Danke. Ich will ganz kurz wissen, ob da oben was ist. Ach. 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 Egal, dann lassen wir das. Da oben ist nichts. So. Habe ich gerade beschlossen. Das war dumm, aber das ist egal. Hier ist ein Block, das ist offensichtlich. Und das bringt mir aber auch nur eine Yoshi-Coin, die ich aber trotzdem mal einsammeln werde. Und wenn ich mich noch ein bisschen blöder anstelle, sammle ich sie nicht ein. Was mache ich hier eigentlich? Jetzt bin ich wieder hier. Warum bin ich hier? Weil ich nicht gesaved habe ordentlich. So. Mann, 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 ich mache hier schon wieder ein Zeug. So, jetzt komme ich da aber hoch. Jetzt komme ich da aber hoch. Danke. Okay. Wie gesagt, für eine Yoshi-Coin. War ja zu erwarten. Wups. Dann wollen wir hier hoch und hier hoch und du lässt mich in Ruhe und du mich nicht. Und du sorgst dafür, dass ich runterfalle. Und du stirbst. Hui. Und dann haben wir theoretisch auch schon alle Yoshi-Coins, wenn wir noch eine finden würden. Ach, hier ist ein Springboard. War ja zu erwarten. So. Hilfe! Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe, danke. Da oben ist die letzte. Zack, haben wir sie alle. So, machen wir, glaube ich, nicht in jedem Level, weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie sie halt sind. Und jetzt geht's wirklich in die Röhre, zur Abwechslung mal. Und da oben sind wir wieder, jawoll. Stachliger Hügel, Pistazienebenen 2. Mehr Custom Music. Yay. Du, 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 du. Ja, wenn es solche Yoshi-Coins sind, dann holen wir uns natürlich. So, es wird ein wenig bunt. Und noch mehr lustige, einfache Yoshi-Coins. Ups, und da war eine Wand. Da ist einfach eine Wand im Himmel. Und noch eine einfache Yoshi-Coin. Und ups. Jups, nach unten. Wie komme ich da rüber? Weiß ich nicht. Will ich auch nicht. Und noch eine einfache Yoshi-Coin. Mensch. Röhre in der Luft. Okay. Und da die Münzen. Lass mal Münzen sein. Und noch eine einfache Yoshi-Coin. Yay. Haben wir doch schon alle Yoshi-Coins. Dann dürfte das Level auch gleich zu Ende sein. Wenn ich denn hier mal durchkäme, vielen Dank. Und da ist das Level tatsächlich auch schon zu Ende. Super. Und dann safen wir und gehen in die Röhre. So, da ist eine Kreuzung. Ja, das... ach so, hier ist dann quasi Welt 1. Hier geht es zu Welt 2, Welt 3. Kann ich denn dann schon quasi in Welt 7 oder? Ach, Welt 7 gibt es gar nicht. In Welt 6. Tatsache, aber da kann man noch nirgends hin. Da sieht man nur die Overworld. Welt 5 sieht man auch nur die Overworld. Ja, da kann man auch nur runterlaufen und läuft automatisch wieder zurück. Okay. Aber nur schön, sind schöne Overworlds. Ich bin ja kein Overworld-Experte und dafür bin ich auch jetzt nicht da. Aber das sieht alles schon ganz cool aus. Was haben wir hier? Hier kann ich auch nichts. Doch, hier kann ich was machen. Im Spinatwald kann ich hin. Okay. Und hier kann ich auch in ein Level, jawohl. Minecart-Probleme. So, und hier die 1, das ging wie gesagt, da kam ich nicht weit. Das war bloß, okay, das waren die 2. Alles klar, dann gehen wir mal in die Welt 2 und machen mal hier noch das erste Level. What the fuck? Kann ich da drauf stehen? Nein, ah, okay. Ich muss mit dem Ding fahren. Ach, wie ist denn da die Animation? Okay, ich muss mit dem Ding mitspringen. Gut. Okay, ich muss mit... Boah. What the Okay, ich krieg das nicht hin, mit dem Ding mitzuspringen. Nein, nein. Wenn ich mich einfach treffen lasse, passiert dann... Ja, okay, dann komme ich durch. Dann komme ich wenigstens durch.
Besser als nix. Pilz, Quatsch, Pilz, P-Switch. Da sehe ich schon die nächste Yoshi-Coin, an die man wahrscheinlich nur mit einem beherzten Wagensprung kommt. Huch. Der geht einfach kaputt, oder wie? Okay. Der fährt zur Yoshi-Coin und dann fahren wir mit dem hier rüber. Alles klar. Soweit, so gut. Was sind das hier für komische Blöcke? Ach, das sind Pow-Blöcke natürlich. Ach, Pow-Blöcke. Und oft meine ich natürlich. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Okay. Warum sollte ich die hier drücken wollen? Ich weiß es noch nicht, aber ich will die Yoshi-Coin hier unten haben. Ups. Ach, und an diese Yoshi-Coin komme ich nur ran, wenn ich den entsprechend... Okay. Alles klar. Wie bist du denn? Okay, wohin führen mich die anderen Röhren? Müsste doch das... Naja, muss nicht dasselbe sein. Aber okay, ja, gut. Okay. Ich wollte schon sagen, wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Aber da mussten irgendwelche Blöcke sein. Die setzt er ja relativ gerne. Dann ist das hier eine Reset-Door. Mal gucken. In der Tat. Gut, dann war das blöd. So, dann war das auch blöd. Ich muss den umstellen. Ach, hier ist ja auch einer zum Drücken. Der ist ja... Ups. Der ist ja zum Drücken. Da kann ich ja die Schau mitnehmen. So. Oh, hier unten ist ja was. Wusste, habe ich gar nicht gesehen. Das ist natürlich nur durch Zufall. Ja, wo muss ich jetzt wieder hoch? Da, wo das Ding ist. Oder an der Wand. Wo auch immer es ist, wir werden es gleich herausfinden, sobald ich die Shell hier unten gestoppt habe. Danke. Ja, hier, okay. In der Mitte geht es nach oben zurück. Huch. In der Mitte geht es nach oben zurück. So, jetzt sind wir oben und können hier durch. Und... Ah, auch du Schande. Hops. Und... Nein. Und... Und... Hops. Okay, laufen wir mal mit einfach. Dann geht, so geht das auch notfalls. Einmal kann ich das machen. Ach, jetzt ist er kaputt, ne? Und dann... Okay, macht aber nichts. Ich komme von hier aus hier runter. Ich komme mit der Sprungphysik auf dem Wagen noch nicht so wirklich zurecht. Aber das... Ja. Egal. Und da sind wir auch schon wieder durch das Level. Jawoll. Okay, dann machen wir hier das nächste Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. So, hallo und wir machen weiter in der kleinen Demo von Shiba 1234 zu seinem Titel hier einfügen. Hack. Ich finde den Namen ja echt lustig. Und ich bin zu blöd, den Block zu erwischen. Jetzt habe ich den Block. Sehr gut. Wir gehen einfach mal hier hoch. Und weil da geht's hoch. Und hier sind Todesblöcke, die aber nichts tun. Okay. Gut zu wissen. Wie komme ich dann da weiter hoch? Moment. Da übersehe ich doch schon wieder irgendwas. Geh du mal weg. So. Pflanze tot. Ich komme hier nicht höher. Bin ich jetzt total bescheuert? Oder ist Welt 2 hier zu Ende? Ach, gucke mal. Ach, gucke mal. Da ist eine andere Plattform, aber die... Das ist so eine Jubiläumsplattform, die kommt nur alle 25 Jahre. Moment. Wie krieg ich die denn her jetzt? Ich töte dich einfach mal. Warte mal. So. Und so. Jetzt sollte das doch hoffentlich... Jawohl. Da haben wir so die Jubiläumsplattform. Gut. Dachte schon, Welt 2 wäre hier schon zu Ende. Aber nein, natürlich nicht. Du-du-du-du. Du-du-du-du. Ups. Und ups.
So, okay. Wieder einfache Yoshi-Coins, das ist schön so. Du, das ist, ach, das ist der coole Boden, wo die Items fliegen. Hui! Hi! Emeros Lieblingsboden, nachdem er das entdeckt hat. Aber wer so ein paar Glitch-Abusing-Hacks kennt, der kennt das auch schon längst. So, es ist nach wie vor lustig. So. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Habe ich so lange gebraucht? Scheiße. Weil ich am Anfang so rumgemurkst habe. Aber ich glaube, wenn wir hier schon die 40 Yoshi-Coin haben, dann kommen wir da ganz gut rum. Um die ganze Sache. Hier geht's hoch, dann gehen wir hier hoch. Und halt vielleicht nicht... Schaffen wir vielleicht nicht alle Yoshi-Coins. Wäre jetzt auch kein so großes Drama. Du stirbst mal... Also nicht, aber du wirst mal benutzt als... Ach, guck mal. Haben wir sie doch alle. Super. Das ist eigentlich schön. Das sind schöne, kurze Level. Könnte man mit ein bisschen Mühe vielleicht sogar Save the Last spielen. So, und hier kann jetzt ein zweiter Exit sein, muss aber nicht. Das ist auch sehr interessant. Ich gehe mal davon aus, dass hier einer ist und... Hui! Sehr geil, sehr geil. Kann ich hier runter? Ach, guck mal. Oder musste ich da sogar runter? Ich weiß es nicht. Oh, hier ist aber Schluss. Oder kann ich da schwimmen? Ach, ich kann da drin schwimmen. Das ist ja die Lava-Grafik. Okay, ich kann aber in der Lava schwimmen. Also in der... Es ist ja nicht die Lava, es ist ja nur die Grafik von der Lava. In der kann ich schwimmen. Wahrscheinlich musste ich hier sogar runter und rechts wäre es auch einfach so ein Abgrund weggegangen. Feuer unter Wasser. Beziehungsweise, das ist ja... Was ist das hier? Wasser? Es ist ja nicht möglich. Ach, ja, gefailt. Egal. Wer braucht schon Leben, wenn er Safe States hat? Hua. Lass mich in Ruhe. So, schnell weg. Nein, schnell weg. Okay. Fische, Fische, Fische. Überall Fische. Hua. Lass mich in Ruhe. Noch mehr Fische? Natürlich. So, jetzt sind wir wieder draußen aus dem Wasser. Das ist super. Und sind wieder drin im Wasser. Das ist nicht so super. Ich mag Wasser nicht. Aber das sieht schon schön aus. Das ist, das ist hier aus dem Wald, ist das irgendwie? Und das hier, weiß ich gerade nicht, weil die Grafik ist. Ist das aus dem Geisterhaus? Keine Ahnung, also es sind auf jeden Fall einige... Wie nennt man die Dinger? Tileset-Mixes oder so? Ich habe keine Ahnung vom Hacken. Ich spiele nur. Und spielerisch ist das hier auf jeden Fall schön und macht Spaß. So. Ja, das ist super. Kann ich da rein? Nein, okay. Das sieht aber schön aus, das muss man schon sagen. Wahrscheinlich würden jetzt wieder einige sagen, die Palette ist ganz komisch, keine Ahnung. Aber ist ja Wurst. Das ist halt Geschmackssache, ne? Palette. Palette ist immer Geschmackssache. Die eine gefällt dem einen, die andere gefällt ihm nicht. Ach, und da hier sind ja diese Blöcke zum Hochkommen. Okay. Damit macht er es mir natürlich sehr einfach. Ich dachte, ich muss da vielleicht mit dem Feuer so ein Spin-Jump technisch, aber... Nö, so kompliziert brauche ich hier gar nicht denken. Das ist schon sehr schön, deswegen. Der Hack wäre wirklich auch Safe-Settler spielbar, glaube ich. Oh! Das sah jetzt aber nach Secret Exit aus. Hm. War das jetzt ein Secret Exit? Mal gucken. Moment. Wohin geht's nach hier? Oh. Lass mich wieder hoch. Okay. Das heißt, man muss da tatsächlich rein. Ich will jetzt nur kurz gucken, ob es hier noch einen Normal Exit gibt. Okay, also man muss auf jeden Fall hier rein. So. Dann mach... Ach, es hieß Kalter Vulkan, ne? Irgendwie sowas. Jetzt habe ich den Namen nochmal... Den Namen muss ich nochmal lesen nachher. Ich lasse mich hier gerade treffen, weil ich dann hier schneller durchkomme. Und vorhin war ich eh die ganze Zeit klein. Da ist das völlig wurscht. Ich will nur nochmal ganz kurz nach unten gucken, ob es da noch einen Alternativweg gegeben hätte. Ich bin hier lang, ne? Genau, jetzt gehe ich mal hier lang. Weil da gibt es ja noch einen Alternativweg. Wie kommst du denn... Boah, wo springst du denn rum? Freund... Ach, das ist nur für die Yoshi-Coin hier, ne? Okay. Komme ich dann wirklich nirgendwo anders hin? Ich bin mir da noch nicht so sicher. Das muss ich erst nochmal genauer abchecken. War hier ein Pilz? Hier war ein Pilz, ne? Den nehme ich natürlich mit. Dann nehme ich den gleich hier weg und dann komme ich einfach ganz schnell durch. So, hier ging es nämlich auch nochmal nach rechts weiter. Dann hier nach unten.
Oder jetzt mal. Ne, wir sind an demselben Punkt. Okay, dann ist das wahrscheinlich hier wirklich das Ende gewesen. Guck mal, ich komme hier unten noch durch. Ist aber wahrscheinlich wieder nur für eine Yoshi-Coin, oder? Ja, okay. Ist nur für eine Yoshi-Coin, dann gibt es hier vermutlich keinen Secret Exit. Der Mondlichtpfad. Ich summe falsch, aber egal, es ist spät, da darf ich das. So. Ach, das sieht alles irgendwie so schön aus. Hat schon was, macht auf jeden Fall auch Atmosphäre. Ich versuche mich in konstruktiver Kritik. Nee, bei mir ist, wie gesagt, immer nur der Spielspaß entscheidend und der ist definitiv hier. Natürlich, wenn es jetzt total schabrackenmäßig aussieht, dann ist auch nicht schön, aber ist ja hier nicht der Fall. So, hops und hops, da ist eine Yoshi-Coin, die interessiert mich jetzt ausnahmsweise mal nicht, weil ich ein bisschen weiterkommen will, vorankommen will vor allem. Würdest du bitte hochgehen? Danke. Ach, ich komme hier gar nicht durch. Ach, guck mal, ein Leben ist hier sogar. Schön. Leben gefunden. Hallo, Pflanze. Wow. Okay, das Ding kann ich nicht mitnehmen. Da kann ich nur hüpfen. Da kann ich auch nur hüpfen. Und da sterbe ich. Ach, nee. Ach, cool. Ach, das ist weniger cool. Komme ich da. Komme ich da noch irgendwie vorbei an dem Vieh? Nee. Okay, dann so. So, danke. Bisschen doof getimed habe ich das gerade. Aber das kann ich halt doof timen. Das ist gar kein Problem. So, und komme ich jetzt da hoch. So, okay. Hui. Ah, sieht schön aus. Es ist auch schön dekoriert und ja, es hat was. Ach, und hier sterbe ich. Okay. Es hat schon was. Es hat absolut was. Und da ist das Ziel. Okay. Dann gehen wir hier rein. Irgendwas mit Fruchtbar hieß das. Ich lese immer die Levelnamen nicht, blöderweise. Sorry dafür. Ich verpeile das immer so ein bisschen. Hier ist nichts, okay. Hui! Huch! Ah, wir kommen in eine Höhle, jawohl. Und hier können wir wieder hochklettern. Aber kommen nicht aus dem Level raus, okay. Das ist nur Verzierung, aber schöne Verzierung. Und hier sind lauter Sachen in den Boden eingraviert. Da war ein halber Apfel, also eine Beere, ich sag da immer Apfel dazu. Der war auch so ein bisschen im Boden drin. Huch! So, kann ich da rein? Nein. Es ist irgendwie so ein bisschen cool, dass hier alles so ein bisschen verschwindet im Boden. Das hat er. Das scheint er gerne zu machen. Sieht auch schön aus. Und wir sind wieder draußen. Okay. Habe ich nichts dagegen? Komme ich da hoch? Ja, da sind Münzen. Da. Ah ja, Yoshi-Coin. Die Yoshi-Coins sind auch schön in dem Heck. So insgesamt betrachtet. Da ist nichts. Da komme ich nur hoch. Aber sonst nirgends hin. Okay. Ja, es sieht einfach alles schön aus. Es hat was, hat was, hat was. So, zack, da kann ich die Yoshi-Coin holen und dann geht's hier weiter nach oben. Auch wenn ich jetzt diese Symbole in der Wand, weiß ich nicht, ein bisschen, ja, die wirken so ein bisschen deplatziert. Aber naja. Oh, das sieht auch cool aus. Und der Rank in der Mitte. Oh, wir haben ein verändertes Bonus-Game. Was muss ich machen? Ich habe keine Ahnung. Ich kann springen. Ich kann mich ducken. Aber anscheinend ist es noch nicht fertig.
Dann sollte ich da nicht reingehen. So. Stalaktitenhöhle. Diesmal habe ich den Levelnamen gelesen. Kann ich da oben drauf stehen? Ja, kann ich. Okay. So. Da sind die Stalaktiten. Tun die mir was? Nee, können die eigentlich gar nicht, weil... Wären ja sonst nicht so durch... Ups, hä? Konnte ich da gerade nicht stehen, oder was? Hä? Ist das kein Boden? Muss ich an den Dingern klettern? Ach so. Ach, ich dachte, das ist Boden. Weil hier ist das ja auch Boden. Wahrscheinlich fehlt da irgendwie ein Rand, den ich nicht sehe. Okay. Ich kann an den Stalaktiten klettern. Das sind also Ranken. Alles klar. Gut zu wissen. Auch eine schöne Idee dann. Ist auch eine schöne Idee, mal in der Höhle statt den Ranken solche Steindinger quasi zu machen. Doch, gefällt mir. Ich kann es nur wieder immer wieder sagen, hat was. Irgendwie hat es einfach was. Da kann man rein. Was ist das hier? Wozu ist das hier? Ich weiß es nicht. Vielleicht wenn man für den Fall, wenn man runterfällt oder keine Ahnung. So. Yoshi-Coin. Sind auch Level, wo man keinen Midway-Point braucht. Die sind relativ schön kurz. Gehalten. Ach, hier sind, kann ich auf die Blöcke. Okay. Sind relativ schön kurz gehalten, wollte ich sagen. Schafft man wirklich auch Safe-Set? Das bist du eine Resettor? Du bist eine Resettor, das heißt, irgendwas will ich hier resetten. Wenn ich fehle. Wahrscheinlich den Block hier. Ach du Heilige. Okay, dann wollen wir hier so hoch. Okay, alles klar. Gut, und das will ich resetten, wenn ich einen Block verhaue oder irgendwie sowas. So, den nehmen wir mit. Hilfe, 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 Hilfe. Okay. Den nehmen wir mit, wie gesagt. Dann gehen wir mal hier unten lang. Ach, das sind bloß Münzen. Na, jetzt bin ich da oben. Ich weiß, links wäre die Yoshi-Coin gewesen. Habt ihr ja gesehen. Müssen wir jetzt nicht extra holen. Hops und hops und hops und... Nessen, Nessen! Stirb du mal. So. Und da ist das Ziel. Und da hinten wäre eine Yoshi-Coin. Die holen wir uns jetzt aber einfach mal. Weil einfach so, die holt man sich dann auf die Art und Weise. Genau. Alles klar. Yay! Den einen Stern können wir uns gönnen. Damit kommen wir noch nicht. Und das Abendsschloss ist ein Switch Palace. Okay. Da ist wahrscheinlich das Symbol noch nicht richtig, oder? Ich weiß es nicht. Oder er will das so haben, dann ist es auch in Ordnung. So. Das Abendsschloss haben wir jetzt jedenfalls. Dann machen wir das noch schnell und dann beenden wir den Part auch wieder, würde ich sagen. Ich habe schon wieder nicht geguckt, wie lange ich aufnehme, aber es werden auf jeden Fall noch nicht jetzt 20 Minuten sein, glaube ich. Das sollte schon noch gehen und es sind ja hier kurze Level, die gehen schnell. Das ist jetzt nichts, wo ich weiß, ich werde lange in einem Level hängen oder wo ich mir nicht sicher sein kann. Sondern ich weiß, es wird nicht allzu lange dauern. Von daher kann man das machen. Ach, das sieht alles toll aus hier. Sind auch so teilweise ungewohnte Kombinationen von Paletten hier. Dieses Grün zum Beispiel, das sticht so richtig rein. Aber das sieht eigentlich ganz cool aus dadurch. Und wie schon vorhin erwähnt, Paletten sind nun mal Geschmackssache. Huch. Und wenn man nicht so viele Ansprüche hat, wo kam der jetzt eigentlich her? Ach, da kommt von unten einfach einer hochgeschossen. Bleib mal, wo du bist. Ich glaube, es geht los. So, was will ich hier? Nisch. Nisch will ich hier. Gar nisch. Hier rüber will ich. So, zack. Da löst sich wieder was und da löst sich was. Und was will ich eigentlich mit dem Springboard? Das war so schön versteckt und... Okay, ich könnte es hier für die Yoshi-Coin benutzen. Okay, das machen wir auch mal. So. Und dann lassen wir es mal hier stehen. Ich glaube nicht, dass ich es nochmal brauchen werde. Ich hoffe es einfach mal. Hup, da falle ich runter. Und hups, und jetzt rüber. Okay. Passt doch alles. Passt doch alles.
Und da ist die Boss-Tür. Sehr schön. Und wir haben Mauser. Ach. Warum explodiert die da oben nicht? Na, jetzt haben wir mal einen Treffer. Aber Save-Setless, haben wir ja festgestellt, ist Mauser gar nicht mal so einfach. Also, wer sagt, es ist ein lamer Boss, Save-Setless ist der... hat der schon was. Jetzt mit Save-Sets ist er freilich einfach, gar keine Frage, aber... ne? Ihr wisst, was ich sagen will. Wahrscheinlich hast du 5 Treffer, schätze ich mal. Jo. Dann ist das jetzt der letzte. Oh. Er haut sich gleich selber um, bevor meine explodiert. Hat er gut gemacht. Ach, und wir kommen tatsächlich ins Switch Palace. Okay, dann wollte er das wirklich so. Hui. Und ich kann auch speichern. Das ist super. Und deswegen tue ich es auch nicht. Bin ich doof oder so? Danke. So, dann kommen wir jetzt hier wieder raus. Hier weiß ich jetzt, wie gesagt, nicht, ob es jetzt einen Exit gibt. Kalter Lava-Vulkan. Wahrscheinlich gibt es hier einen, aber ich wüsste jetzt nicht wo. Und hier könnte es einen geben. Naja, falls es da einen gibt, kann das mir ja sagen. Und das nächste Mal gucken wir uns dann, ich glaube in Welt 3 war ein bisschen was noch offen. Ne? Genau, hier laute Schüsse kann man reingehen. Ich guck mal kurz. Nee, kann man nicht reingehen, okay. Dann war es das sogar mit der Demo. Die anderen gingen nicht, haben wir ja schon ausprobiert. Genau, genau. Wenn es da wieder was gibt, dann gibt es von mir ein neues Video dazu. Denn es gefällt mir ganz gut hier. Ich gucke mir nochmal kurz Hohe Reise an, was das für ein Level war. Ach, das war der hier. Der soll ein Secret Exit haben. Hm. Guck mal, jetzt ist die Plattform sofort da. Weiß ich nicht, warum die nicht da war. Wollte irgendwie nicht, oder ich war blind, war die schon da und ich war einfach echt nur blind, kann natürlich auch sein. Das Level war nicht lang, ich laufe es nochmal kurz ab, einfach um zu gucken, ob hier noch was ist. Wem das jetzt zu langweilig ist, der kann ja schon mal wegschalten. Ne? In dem Fall sage ich schon mal Tschüss. Und wer jetzt noch ganz kurz gucken will, ob ich hier noch Secret Exits finde, die eventuell da sind oder auch nicht, der kann ja noch weiter das Ganze verfolgen. So, das habe ich hierfür gebraucht. Das kann ich also auch nicht anders einsetzen. Hier habe ich die Röhren nicht ausprobiert, glaube ich. Kann das sein? Da ist aber auch nichts. Okay. Dann musste ich also tatsächlich hier hoch. Dann musste ich tatsächlich hier rüber. Und dann musste ich tatsächlich hier hoch. Und dann gibt es da auch gar keine andere Möglichkeit, als hier oben durch die Röhre zu gehen. Und nach der Röhre kam doch direkt das Ziel, richtig? Jo. Da gibt es keine Alternative, nichts. Nee. Einzige Alternative wäre hier zu sterben. Nein, die einzige Alternative wäre hier, hier mal hochzugucken. Nee, da ist auch nichts. Okay. Und hier, das haben wir jetzt eigentlich auch schon wirklich mehr als ausführlich durchgeguckt. Hä? Hä? Warum starte ich jetzt hier? Habe ich da irgendwo den Midway Point aktiviert? Das ist auch interessant. Ich habe doch gar keinen Midway Point aktiviert, oder? Gibt es hier etwa Midway Points, ohne dass man sie bewusst aktiviert? Das wäre ja auch mal interessant. Das wäre ja auch mal eine coole Sache. Das habe ich jetzt gerade gar nicht kapiert. Was ist hier? Hier ist gar nichts. Dann gehen wir hier nochmal schnell einen Goal Point. Das fand ich jetzt sehr interessant. Huch. Huch. Hier rüber. Und hier unten war auch schon das Ziel, ne? Genau. Und mehr gab es hier nicht. Nee, ich glaube, dass es den Secret Exit gibt. Ansonsten müsste ich schon wirklich sehr blöd sein, was bei mir sehr schnell der Fall ist, aber whatever. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage Tschüss. Und wie gesagt, wenn es von dem Hack was Neues gibt, dann gibt es auch ein neues Video dazu.